Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von Bear and Breakfast. So, dann würde ich sagen, starten wir direkt mal. Leerer Slot, das klingt doch wunderbar. Warum kann ich bloß nie pünktlich ins Bett gehen? Ich werde morgen so müde sein. Mama wird das gar nicht gefallen. Hanks Hände wurden plötzlich eisig kalt. Er konnte spüren, wie eine enorme Last auf seine Stirn drückte. In der Ferne erschien eine dunkle Figur, die ihn mit leuchtenden Augen anstarrte. Sie war umgeben von verwitterten Steinen und knorrigen Ästen. Urplötzlich erhellte das gleißende Licht eines Blitzes den Nachthimmel. Donner grollte. Ein schriller Schrei drang in sein Ohr. Doch es war niemand da. Alles wurde wieder dunkel und in der Stille war nur noch das sanfte Plätschern des Regens zu hören. Vergiss, was ich vorhin gesagt habe. Schlaf wird überbewertet. Ja, das sehe ich auch so. Da könnte ich auch nicht mehr schlafen, wenn mir das passiert. So. Hallo? Ich kann nichts machen im Moment. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, so sieht's aus. Nicht was sehen? Hier ist es sowieso rabenschwarz. Bewegen. Ich versuche noch die Stimme zu machen vom Fragezeichen. Mein Bär sagt, das geht auch nicht. Nutze WASD, um dich zu bewegen. Ah, jetzt funktioniert. Na, das ist ja mal praktisch. Oh, schöne Laufanimation. Finde dich selbst wie auf einer meditativen Reise oder sowas. Soll ich das Bett finden? Hab's gefunden. Schlafe. Ja, klar doch. Ich mach einfach ein kurzes Nickerchen auf meinem Totenbett. Ja, das wäre mir jetzt auch nicht so recht. Drücke E zum Interagieren. Na gut, was anderes sehen wir hier wohl nicht. Dann ein kurzes Nickerchen. Nicht. Du kannst dich wohl wirklich nicht entscheiden. Aufwachen. Oh je, jetzt wird's wieder gruselig. Oh je, steh auf. Nein, mein Bärchen. Ah, okay. Das reicht. Ich werde vom Schlafengehen keine Teigtaschen mehr essen. Okay, das ist, glaub, ein guter Plan. Ich würde da auch Sodbrennen von bekommen. Hank, das ist jetzt schon das dritte Mal. Oh, was hab ich denn schon wieder gemacht? Oh oh, ich sollte wohl besser nachsehen, was los ist. Ich bin doch ein Bär, wie kann ich was falsch machen? Ich dachte, ich fresse jetzt die ganze Zeit Honig in dem Spiel. Ah, die Animation hier vom Laufen und so weiter, das ist mir so sympathisch. So, was haben wir denn hier? Steine kann ich nicht mit interagieren. Mein Mauszeiger ist so ein angespitzter Holzpfahl, das mag ich auch. Vielleicht müssen wir hier ja Vampire töten. Das stand aber nicht in den Steam-Bewertungen so. Wir haben ein Inventar. Sieht gut aus. Wir haben einen Charakter. Sieht noch viel besser aus. Ich mag's, dass ich so freundlich wirke in dem Spiel. Okay, Escape war's nicht. Option. Was haben wir hier? Wände anzeigen. Ah. Wände verbergen. Dann verbergen wir mal die Wände. Und ja, ganz hübsch eingerichtet hier. Oh. Kann mit der Lampe interagieren. Ah, da bewegt sich nur ein bisschen. Also, ein bisschen Leuchtradius hat es aber kaum der Rede wert. Okay, hier sind anscheinend Türen, durch die ich nicht durch kann. Na, das sieht hier zumindest nach einer anderen Tür aus. Okay, das wird wohl meine Mama sein. Ich bin wach. Nanu, du bist ja bloß Haut und Knochen. Gut, dass der Winterschlaf noch nicht eingesetzt hat. Du kannst es nicht jedes Mal so nennen, wenn ich ein wenig länger schlafe. Außerdem... Was außerdem? Außerdem habe ich schlecht geschlafen. Zu viele Gedanken. Nun, hast du mal versucht, weniger nachzudenken? Das liegt in der Familie. Wow, danke, Mom. Nein, ich... Wo ist Annie? Oh, wahrscheinlich mit Will in ihrem Zimmer. Ich sollte sie aufwecken gehen. In Ordnung, Liebling. Okay, die Grundlagen links im Abenteuermodus kannst du, ja, das weiß man, das wissen wir bereits. So, mit was kann ich denn alles interagieren? Ist übrigens auch eine wunderschöne Musik im Hintergrund, ich mag den Soundtrack.
Zumindest das, was ich aktuell davon höre. Sehr sympathisches Spiel. Und so viel kann ich gar nicht interagieren, außer mit Lampen. Vielleicht wird es ja noch so. Mit Mama kann ich noch mal reden, mit Mama Bär, aber das lassen wir mal gut sein. Und jetzt kann ich hier rein. Ist das nicht schön? Bist du meine Schwester? Und wer bist du? Guten! Raus hier! Morgen! Raus! Du bist wohl mit dem falschen Bein aufgestanden. So früh aufzustehen ist die Hölle. Ja, für keinen Geruch der Welt lohnt es sich, so früh aufzustehen. Was meinst du? Ich konnte ihn kilometerweit riechen. Herrlich, ihr beide. Was steht heute auf dem Zettel, Chef? Ein neues Loch neben dem anderen Loch zu graben? Naja, Mama hat gesagt, sie würde uns heute den Bach überqueren lassen, damit wir im Sumpf nach Pilzen suchen können. Was habe ich dir gesagt? Ich sterbe für die Jagd. Wie kann es sein, dass wir nichts Verrücktes mehr machen? Wie ein hübscher Besuch beim Müllcontainer. Du weißt doch, dass wir nicht hinter den Zaun dürfen. Außerdem kann seit Monaten kein neuer Müll dazu. Nun, hier finden wir weder Müll noch Pilze. Gehen wir. Stehst du jetzt auf seiner Seite? Es ist morgens. Wir sind wach. Packen wir es an. Ich wurde gewarnt, dass der Verrat niemals von Feinden verübt wird. Oh je. Aber den Enthusiasmus teile ich auch nicht, dass ich morgens schon auf Pilzjagd gehe. Hank, Kinder, hier drüben. Ich dachte, ich bin auch ein Kind. Macht mal schön eure Klauen bereit. Achtung! Wovor Achtung? Okay, ich muss wieder ranzoomen, obwohl wir können mal ein bisschen rausgezoomt sein. Abenteuermodus. Im Abenteuermodus kannst du herumlaufen, mit Dingen interagieren und Gegenstände in dein Inventar aufnehmen. Ist das nicht schön? Und das ist doch eine schöne Welt hier. So, erstmal ranzoomen, dann kann ich auch den Text lesen. Hier ist eine Wäscheleine. Was sind überhaupt Jeans? Das weiß ich auch nicht. Ich laufe auch immer nackt rum. Großer Gestrüpphaufen. Holzfällerwerkzeug 0 von 1. Hammer keins. Na gut. Hier ist so ein altertümliches Teil zum Wäschewaschen. Vielleicht auch nicht so altertümlich, wer weiß das schon. So, dann können wir mal schauen. Aber der Missionsmarker zu Mama wird mir ja schon angezeigt. So. Hey Ma. Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen, Mrs. M. Ma'am, habt ihr gut geschlafen? So gut wie gewohnt. Gut genug. Was auch immer das bedeuten soll. Gut, heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich schicke euch auf die Jagd. In Ordnung, weise mir die Richtung zum Loch. Klingt ja wie bei meinem ersten Mal. Nach Schwarzmoos. Was? Was? Ich weiß, ich habe gesagt, wir überqueren den Zaun nicht, aber ihr wart alle so brav und ich brauche eure Hilfe. Ah! Das Gebüsch um den Grabstein herum wird allmählich ein wenig zu dicht, um die Blumen blühen nicht mehr. Deswegen müsst ihr für mich ein Bündel Alligatorkraut finden. Ich kann nicht fassen, dass wir diesen stinkenden Ort verlassen können. Hm. Ich meine, Abenteuer. Abenteuer. Nee, die hat ja eher Abenteuer. Ja auch. Wie auch immer, Hank. Du hast für diese Unternehmung die Verantwortung. Hier. Danach suche ich. Nimm am besten gleich das ganze Notizbuch mit, damit du es nicht vergisst. Du erhältst das Notizbuch mal 1, Sammelgegenstände. Du findest dies in deinem Sammelgegenstände-Inventar. Hervorragend. Aber verliere es nicht wieder. Ich gebe mein Bestes. Werd ich nicht. Wird er. Wird er. Alles klar, ihr drei. Und denkt daran, ihr holt das Bündel und kommt direkt wieder zurück. Nicht einen Schritt tiefer als bis zum Sumpf. Ja, Ma. Na gut, hier können wir noch irgendwas anschauen, glaube ich, da. Ein komischer Typ. Ja, sieht aus wie ein steinerner Elch. Und kommen meine Freunde jetzt mit mir oder meine Geschwister? Ja, das passt, das finden wir schon noch raus. Oh, hier ist ein Grabstein. Ist da das Schwarzmoos? Ich kann nicht lesen, was da steht. Ja, dann mach's doch sauber. So, wo müssen wir hin? Ich schätze mal
nicht unbedingt da unten. Ach, auf der Minimap habe ich einen Missionsmarker. Das ist aber praktisch. Kann ich mit irgendwas sonst noch interagieren, was abbauen? Nö, sieht aktuell nicht danach aus. So, das sieht hier aber richtiger aus. Ab ins nächste Gebiet. Die drei Freunde hatten sich weiter hinausgewagt als jemals zuvor. Sie hatten die grünen Weiden und die stillen Bäche des Dickichts hinter sich gelassen. Margaret wusste zwar nichts davon, aber es war nicht ihr erstes Abenteuer dieser Art. Annie, der karelische Bärenhund. Mutig, aber tollpatschig. Will, die Winternachtschwalbe. Nach außen immer schlecht gelaunt, aber im Inneren überraschenderweise noch viel schlechter gelaunt. Und Hank, der Braunbär. Fröhlich und neugierig. Aber vielleicht auch etwas besorgt wegen des Versprechens, das er seiner Mutter gegeben hatte. Nein, Mama, ich werde mich ganz sicher nicht auf eine abenteuerliche Reise begeben. Ich verspreche es. Ja, das können wir, glaube ich, nicht einhalten. Wir sind im Schwarzmoos. Alles klar, Leute. Fährt. Verteilt euch. Nein, es wird doch gruselig. Warum müssen wir uns verteilen? Das geht in Horrorfilmen immer schief. Nein. Das Dickicht. Ja, ich will aber wieder in das andere Gebiet rein. So, da auf dem Wegweiser stand wohl auch nur das. Da versuche ich nicht nochmal mit zu interagieren. So, hier haben wir eine Falle, so wie das aussieht. Quietschende Reifen. Okay. Was zur Hölle? Ich habe es auch gehört. Wir sollten besser gehen. Aber wir haben das Gebüsch noch nicht gefunden. Ich bleib bei Hank. Mal sehen, wo das herkam. Nein, wir gehen zurück. Weißt du was? Ich wette, es ist ein brandneues Müllauto. Ist mir egal. Mama hat gesagt, man soll direkt zurückkommen. Gehen wir. Sie hat auch gesagt, wir sollen Alligatorkraut mitbringen, aber wir haben noch nichts gefunden. Vielleicht liegt was im Auto. Nein, komm zurück. Oh je, ich habe wieder wagemutige Freunde, die mich in sonst was mit reinziehen. Oh, komische Geräusche hier. Das ist ein echt großer Felsen. Ja, sehr felsig. So, das leuchtet doch wie Alligatorenkraut, denke ich mal. Komme ich da? Da komme ich von dieser Seite nicht hin. Das ist aber unpraktisch. Da ist eine alte Waschmaschine. Bin mir noch nicht ganz sicher, wo ich langlaufen kann und wo nicht. Ich schätze mal nicht übers Wasser. Ich bin ja nicht Bären-Jesus. So, brauche ich ein Boot oder muss ich hüpfen? Wir werden es rausfinden. Na? Bin etwas eingeschränkt durch die Natur. Ich bin doch ein Bär. Das muss doch einfacher gehen. Irgendwie müssen wir schaffen, einen Fluss zu überqueren. Vielleicht müssen wir auch erstmal hier hinten durch. Das sieht zumindest nach mehr Weg aus. Achso, da oben ist auch der Missionsmarker zur Holzkreuzung. Na, dann wollen wir mal. So. Wo sind denn meine Freunde? Keine Ahnung, aber da oben ist ein Pornshop. Hier ist ein Outhouse. Luxuriöses Klohäuschen. Kann man wahrscheinlich reparieren, so wie das aussieht. Aktuell funktioniert es nicht, dann müssen wir ins Gebüsch gehen. Holzstapel, das nehmen wir auf jeden Fall alles mit. Und eine Blaupause. Nee, eine Werkbank. Kiefernbrett. Habe ich überhaupt Kiefernbretter? Ich glaube nicht. Was habe ich denn überhaupt eingesammelt? Sperrholzplatte. Na gut, das ist definitiv kein Kieferbrett. Aber hier kann ich schön looten. Das gefällt mir. Also Wertsachen gesammelt. Holzstapel. Sind da Kiefernbretter dabei? Ja, tatsächlich. Dann können wir die Werkbank machen. Bisschen im Müll wühlen kann doch nicht schaden. So, oh, ganz viele Ressourcen. Schauen wir mal, was das war. Also wir haben noch Eisennägel und Baumwolldecken bekommen. Und das sieht auch nach ein bisschen Zeug aus. Sieht gar nicht so schlecht aus hier.
im Briefkasten mal gestöbert? Nö, also ein bisschen Müll kann man aufsammeln und die Werkbank können wir reparieren. Werkbank, hier können nun Räume errichtet und Einrichtungen hergestellt werden. Hier macht man wohl unser Bed and Breakfast bzw. Bear and Breakfast auf. Aber das sind nur Mutmaßungen. Bushaltestelle, okay, da können wir auch ein bisschen was reparieren. Geh mal erstmal vielleicht zu unseren Freunden, da sind sie ja. Juckendes Fell bedeutet nur, dass man mehr Freunde hat, mit denen man Zeit verbringen kann. Flugunfähige Vögel wissen nicht, wie gut sie es haben. Niemand drängt sie zum Fliegen. Ich kann hier buchstäblich laufen. Gut zu wissen. Okay, was ist denn das? Finn! Nicht zu verlieren, nicht zu gewinnen. Ergreife die Gelegenheit beim Schopfe und zeig ihr, wer der Boss ist. Wem denn? Der merkwürdige Hai hatte eine glänzende, gummiartige Oberfläche und trug eine coole Sonnenbrille. Wo ist denn die Sonnenbrille? Eine kleine graue Lautsprecherbox hing um seinen Hals und gab irgendwelche Blödsinn von sich. Sie erinnerte Hank an Wills Fernseher. Direkt daneben stand ein kleines Fahrzeug mit einer großen Werbeanzeige für Porn Voyage. Überhaupt nicht merkwürdig. Hallo! Sei Teil des nächsten atemberaubenden Abenteuers, der nächsten unglaublichen Unternehmung, des nächsten elektrifizierenden Erlebnisses. Ist da jemand drin? Du da, edler Gentleman, in diesem orangefarbenen Mantel. Ich bin schon ziemlich edel. Wie würde es dir gefallen, den nächsten Mindestanteil am nächsten maximalen Manöver zu besitzen? Also ich bin kein großer Fan von maximalen Sachen, ich teile schon gern. Und ich muss noch einmal wiederholen, der Anteil ist sehr gering. Was teilen wir uns nochmal? Sehr, sehr wenig, das Mindeste. Wie sprichst du überhaupt? Porn Voyage ist ein multinationales, mehrschichtiges, vielfach dir freundlich gesinntes Unternehmen. Was zum... Das gesicherte, an Tourismus grenzende Waren und Dienstleistungen im Tausch für wertvolle persönliche Sicherheiten anbietet. Ich komm nicht mit. Glaub nicht, dass ich je dabei war. Bring einfach deinen alten, unbrauchbaren, unbezahlbaren Familienschmuck oder teure Erbstücke deiner Wahl zu uns und wir geben dir einen Gutschein für einen ein- bis dreitägigen All-Inclusive-Urlaub deines Lebens. Tut mir leid, Kumpel. Ich habe keine teuren oder herben Stücke. Porn Voyage ist auch auf der Suche nach brandneuen Unternehmungen und Standorten. Warum spricht er immer so weiter? Für seine Millionen von Kunden überall im Tal. Wir akzeptieren jegliche Standorte oder Grundstücke. Ganz egal, wie heruntergekommen oder baufällig. Um unsere Kunden den Urlaub zu bieten, den sie verdienen. Warte, für Menschen... Zum Leben? Hier? Niemand will hier leben. Sie sind bloß Touristen. Das habe ich schon mal gesehen. Die Menschen laufen nur darum, wo der Haijunge es ihnen erlaubt. Sie starren leicht andere Bäume an als die, die sie vorher gesehen haben und versuchen zu vergessen, wovor sie zu Hause weglaufen. Ja, Urlaub halt. Ich habe es in einer Zeitschrift gelesen. Menschen sind kaputt. Wenn du oder eine deiner Freunde euer Zuhause oder Haus als Porn Voyage Premium Grundstück anbieten möchte, indem man es restauriert, repariert, neu dekoriert und auf einen Mindeststandard bringt, den ehrlich gesagt niemand durchsetzt und du dein Monatseinkommen drastisch geringfügig verändern möchtest, drücke einfach den grünen Knopf unter meiner Kehle und ein Vertreter wird sich mit dir in Kontakt setzen. Das klingt doch gut. Das klingt danach, als ob ich mein Bed and Breakfast oder mein Bear and Breakfast jetzt aufmachen kann. Ich will ehrlich sein. Ich habe keine Ahnung, was er gerade gesagt hat. Wenn ich diese Kiste richtig verstanden habe, bin ich ziemlich sicher, dass sie uns Geld geben will. Da wäre ich mir nicht so sicher. Menschliches, erstklassiges, druckfrisches Geld. Ich habe nur gehört, dass die Menschen zurückkommen. Nun, das Geld muss irgendwie herkommen. Menschen zurückkommen? Ich habe seit Monaten kaum einen mehr gesehen. Und zwar viele. Verstehst du nicht, was das bedeutet? Mit deiner übermächtigen Kraft und meinem blitzschnellen Verstand und der schadenfrohen Einstellung eines Spielverderbers,
ich bin fröhlich. Sie interessieren mich nicht, das ist alles. Wir sind bereit, einen Haufen Kohle zu verdienen. Ich will ehrlich sein, ich habe keine Ahnung, was du gerade gesagt hast. Mensch, zurück. Gutes. Geld geben. Ich will ehrlich sein, das ist alles andere als gut. Schau, sag dem Mann einfach, dass wir einen Platz gefunden haben. Wir können jede beliebige heruntergekommene Hütte im Tal nehmen. Sie sind sowieso alle verlassen. Ja, das klingt doch gut. Na gut, red mal mit dem netten Haifisch. Nicht zu verlieren, nicht zu gewinnen. Oh mein Gott. Ergreife die Gelegenheit beim Schopfe und zeig ihr, wer der Boss ist. Drück den grünen Knopf. Hallo nochmal. Herzlichen Glückwunsch. Du wurdest automatisch in einen rechtsverbindlichen Standardvertrag aufgenommen, in dem deine Fingerabdruckdaten vom Archiv der Agent-Polizei abgefragt wurden. Willkommen in der Familie. Fehler, unbekanntes Muster. Ja, der Name passt zu dir. Du bist nun vertraglich dazu verpflichtet, innerhalb der nächsten 3 Geschäftstage Details über dein Premium-Grundstück bereitzustellen. Drücke einfach den grünen Knopf unter meiner Gurgel, wenn die Geschäfte bereit sind, unseren ersten Gast zu empfangen. In Ordnung. Wer weiß etwas über Menschenhäuser? Also ich habe mir Bilder von Häusern in den Magazinen angesehen, die wir gefunden haben. Könnten die Menschen nicht einfach unter einem Bus leben? Nein, ich glaube nicht, dass das reicht. Sie sind zerbrechlich und leicht zu verängstigen. Da kenne ich noch jemanden. Ich glaube, ich weiß ein oder zwei Dinge darüber, einen Ort gemütlich zu machen. Und ich bin nicht leicht zu verängstigen. Ja, aber ich glaube, wir brauchen auch Hilfe. Ich glaube, wir sollten Toni suchen gehen. Will, nein, ich glaube, wir sollten ihn wirklich nicht stören. Das wird schon. Außerdem glaube ich, dass ihm die Gesellschaft guttun wird. Ich weiß nicht mal, wo er sich dieser Tage aufhält. Ich bezweifle, dass er Sägemehl je verlässt. Geh und sieh mal, ob du ihn aufspüren kannst und sag ihm, wir brauchen seine meisterlichen Holzarbeiterfähigkeiten. Das wird ihn anstacheln. So, sehr viel Text. Bon voyage. Ich kann das noch nicht öffnen. Na gut, schade eigentlich. So, wir müssen über die Holzkreuzung nach Sägemehl. Ein schöner Ortsname. Eine Bank. Jetzt fehlt nur noch ein Picknickkorb. Ja, und ordentlich Honig hier, um mir mal den Wanst vollzuschlagen. So, wir sind wieder unterwegs. Gut, da sind wir angekommen in Sägemehl. Ich hoffe, irgendwann wird es wieder hell. Ich finde es schon ein bisschen düster hier. Kann ich noch mit was interagieren? Da sieht zumindest auf der Minimap, sieht es nach Icons aus. Ja, alles nehmen. Mein Bär ist ja stark. Da passt viel rein. Ja, alles nehmen. Das sieht doch gut aus. Ressourcen sind niemals schlecht. Außer schlecht gewordene Ressourcen. Ich frage mich, wo ein großer Baum wohl hinpassen könnte. Das ist eine komische Frage. In den Wald? Hinpassen oder hinwachsen? Das muss ich nochmal lesen. Hinpassen, okay. Keine Ahnung, vielleicht können wir ja Bäume transplantieren oder sowas. So, Missionsziel ist in der Nähe. Ressourcen sind noch viel mehr in der Nähe. Die sammeln wir noch auf. Sehr gut. Und ein Sofa. Kann ich auch auseinandernehmen? Okay, Nägel und Baumwolldecken. So, jetzt müssen wir hier natürlich den Eingang finden. Vielleicht nehmen wir noch den Schrott. Eisenplatte, Kupferplatte und Eisennägel. Ja, damit. So, da muss er ja sein. Oh, das ist ein Biber oder ein Otter. Ich glaube eher Biber, wenn er in Sägemehl wohnt. Toni. Oh Gott, ein Bär. Ich bin es nur, Sir Hank aus dem Dickicht. Meine Güte, du kannst sprechen. Ich wollte dir nur einen Bären aufbinden, Kumpel. Wie geht's deiner Mutter? Es geht ihr fantastisch. Hör mal, ich wollte fragen, ob du uns helfen kannst. Wir haben ein... Helfen? Warum hast du das nicht früher gesagt? Was braucht ihr denn? Ein Haufen Birkenzweige? Also, naja, meine Freunde und ich haben uns gefragt... Ein Eichenlöffel? Oh, ich denke, der würde Margaret gut gefallen. Hat dir schon mal jemand gezeigt, wie man sägt?
Nein, es gibt da diesen Hai im Holzkreuzung. Er sagt, er könne... Oh, oh, ein Mammutbaumplakette für Fische? Bringen die Menschen zurück ins Tal. Oh, nun, sie waren schon länger nicht mehr da, oder? Was könnte ich damit zu tun haben? Wie viel weißt du darüber, Gegenstände für sie herzustellen? Für Menschen, meine ich. Nun, wie du weißt, ist alles, was sie Menschen machen, perfekt. Als ich diese Mühle hier übernommen habe, fand ich all diese Zettel und Zeichnungen. Ich hatte das Gefühl, echte Artefakte gefunden zu haben. Ich hätte nie gedacht, dass man aus Holz so viele Formen schnitzen könnte. Schau mal, scharfe Konturen, grobe Rahmen, perfekte Winkel. Oh, seine Augen im Moment. Nur ein göttlicher Verstand hätte sich all das ausdenken können. Wow. Kannst du das alles herstellen? Oh, das ist kinderleicht. Es ist ganz einfach, wenn man herausgefunden hat, wie man diese Dinge liest. Soll ich es dir beibringen? Ja, nun, ich hatte gehofft, du könntest uns helfen, die alte Hütte in Holzkreuzung aufzumöbeln. Oh, wie schön, wir brauchen meine Rückensäge und meinen Hammer, eine Leiter, oh, und einige Kiefernbretter. Kannst du die für mich ersammeln? Die hellgelben. Die sind alle gelb. Na gut, dann müssen wir ein paar Bretter noch sammeln. Ah nee, wir sind fertig. Hast du das ganze Holz gefunden? Ja, hier. Ja, hier ist es. Hervorragend, perfekt. Du bist wirklich unersetzlich. Danke. Ich habe es einfach vom Boden aufgesammelt. Fantastisch. Jetzt mache ich mich auf den Weg nach Holzkreuzung. Wir sehen uns dort. Oh, ist das ein süßes, cooles Spiel. Macht bis jetzt wirklich sehr viel Spaß. So. Was ist denn hier? Warum haue ich diese Bäume nicht einfach um? Das ist eine gute Frage. Das finden wir wahrscheinlich dann später raus. Hier gibt es natürlich nochmal Ressourcen da oben. Schöne gelbe Bretter. Und im anderen Gelbton gelbe Bretter. So, du bist eine morsche Brücke. Das ist die größte Spalte, die ich je gesehen habe. Hehe. Da fällt mir ein Deine-Mutter-Witz ein, den ich jetzt besser nicht bringen würde. So, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Na, hier die Bretter. Bevor sie hier alles vollmüllen, kann man die ruhig einsammeln. Na, wo ist es denn hier unten? Kann ich Bäume auch ausschalten? Muss ich mal schauen. Ja, damit. Wunderbar. So. Dann auf zu Toni. So, wo ist er denn? Wo ist der kleine nette Biber denn? Ah, da unten. So. Ja, das ist ganz wunderbar. Und wir benutzen diese alte Hütte? Darin hat seit Jahren kein Mensch mehr gewohnt. Oh ja, sie passt gut. Schau mal, wer da doch noch gekommen ist. Ich habe deinem Freund schon gesagt, dass das gesammelte Holz von dir reichen sollte. Ich mache mich gleich an die Arbeit, aber zuerst musst du den ganzen Müll aus der Hütte räumen. Das habe ich doch schon gemacht. Das werde ich hinbekommen. Ah, ja, ist ja gut, was ich hier an Vorarbeit geleistet habe. Hast du die Hütte gesäubert? Ja. Großartig! Wir müssen diese kaputte Werkbank benutzen. Die was? Nun, in der Luft kann man schlecht hämmern. Du brauchst ein Arbeitsgerät dafür. Der Tisch neben dem Baum hängt. Nimm etwas Holz und baue sie wieder zusammen, während ich hier aufräume. Das habe ich doch auch schon getan. Konntest du die Werkbank reparieren? Sie ist wieder wie neu. Sie ist gut. Ausreichend. Danke. Wie bitte? Okay. Ach, die Dialoge sind schon echt putzig. Du hast noch viel Zeit zum Üben.
Vor einiger Zeit mussten die Menschen über den kalten Steinboden und das kratzige Heu laufen. Sie hätten bestimmt lieber auf einen sauberen, weichen, nachgiebigen Oberfläche. So, dann sind wir gleich am Ende der 30-Minuten-Marke angekommen. Also das Spiel macht echt einen super Eindruck. Da wird es auf jeden Fall ein Let's Play für geben. Ich weiß noch nicht, wann ich dazu komme, aber ich werde dazu kommen. Hoffentlich nur einmal. Ja, genau. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.